Ein Bullet Journal für ein ganzes Jahr, geht das? Heute seht ihr Teil 3. Hi, mein Name ist Ella und auf meinem Kanal geht es um Kunst und Kreativität und auch ein bisschen um Bullet Journal und manchmal sogar um Minimalismus. Dazu lade ich dreimal im Monat ein Video hoch, und zwar am 10., 20. und am 30. des Monats. Und an jedem geraden Tag gibt es ein Short von mir. Aber jetzt kommen wir zu dem Bullet Journal für ein ganzes Jahr. Hier ist nur das von mir, denn das Journal war ein Auftrag und dieses Journal habe ich schon meiner Kundin übergeben. Die hatte nämlich gesehen, was ich so mache auf YouTube. Also sie hat sich die Videos angeschaut und fragte mich, sag mal, kannst du das für mich machen, ein ganzes Jahr? Und ich sagte, jo, mache ich. Heute gibt es den dritten Teil und zwar die Monate von Juli bis Dezember. Und da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ach so, bevor wir anfangen, liken, abonnieren und kommentieren. Das verändert den Algorithmus und damit unterstützt du mich und meinen Kanal. Und jetzt, los geht's. Der Juli, das war ein ziemlich greller Monat. Denn ich habe mich dazu entschlossen, Zitronen zu malen. Und Zitronen sind nun mal gelb. Angefangen habe ich mit einem großen Schriftzug quer bzw. diagonal über die Seite. Und genauso wie im Mai kommt hier die Dutch Door zum Einsatz. Ich wurde gefragt, was ist eigentlich eine Dutch Door? Und dann habe ich mal selber nachgeschlagen. Und zwar ist eine Dutch Door nichts anderes als eine Klöntür. Und zwar so eine doppelschlägige Tür, das heißt, der obere Teil kann geöffnet werden. Und dann kann man mit dem vorbeigehenden Nachbarn klönen und der untere Teil dieser Tür bleibt geschlossen, sodass so dieses Vieh im Haus bleiben kann. Aber was hat das Ganze mit dem Bullet Journal zu tun? Im Prinzip hat es das, dass man einen Teil der Seite abschneidet und schon mal auf den unteren Teil der Seite schauen kann. Ganz besonders viel Sinn macht das in einer Wochenübersicht. Wenn du also viel zu tun hast in der Woche und viel los ist und du daher für die Planung und Co. extra viel Platz brauchst, um alles zu überblicken. Denn der Platz auf einer Doppelseite ist nun mal sehr begrenzt. Und mit Hilfe dieser Dutch Door kannst du diesen Platz halt maximieren und musst nicht ständig umblättern oder hin und her blättern. Du kannst es natürlich auch auf Monatsübersichten erweitern oder für ganz besondere Projekte nutzen. Ich habe natürlich bei den Zitronen nicht nur mit einer Farbe gearbeitet, sondern mit zwei Gelbtönen und einem Grün und noch einem Grau. Hier male ich den unteren Teil der Dutch Door und zwar hatte ich das auch schon im Mai. Im Mai waren da halt Kirschblüten und hier sind da halt ganz viele verschiedene Zitronen. Thank you.
Mal habe ich mich entschlossen, nur ein oder zwei große Zitronen an den Rand zu malen oder viele kleine Zitronen oder auch einen großen Zitronenzweig. Also, wie gefällt dir der Juli? Ich finde ihn grandios geworden. Und nun kommen wir schon zum August. Der August ist die Komplementärfarbe vom Juli, also blau. Und die meisten von uns fahren im Juli in den Urlaub. Einige fahren in die Berge, andere ans Meer. Und deswegen war es für mich das Thema Meer und dessen Bewohner. Da ich im vorherigen Setup, also im Juli, sehr viel ausgemalt habe, habe ich hier wieder eher mit feinen Linien und vielen Strichen gearbeitet. Und ich dachte mir, warum nicht Überschriften auch mal mit Blau schreiben? Hier habe ich übrigens ein Washi-Tape für die Wochentage benutzt. Der August ist nun auch schon geschafft, also gibt es nur noch 4 Monate zu machen. Und so langsam, muss ich ehrlich sagen, ist auch so ein bisschen die Luft raus. Ich sitze da jetzt schon seit dem 1. oder 2., 3. November dran, also seit Anfang November an diesem Journal. Und es ist deutlich aufwendiger, als ich gedacht habe, weil ich natürlich jeden Monat schön machen möchte. Wenn es um mein eigenes Journal geht, dann kann man sagen, ach Mensch, die letzten 3 Weeklies ist egal, Hauptsache sie sind drin. Aber für deine Auftragsarbeit muss ja natürlich alles schön sein. Jetzt kommen wir August, 7.
Jetzt kommen wir zum September. Der Monat September steht ganz im Thema Schmetterlinge. Und es gibt so viele unterschiedliche Schmetterlinge. Da habe ich dann meine Stempelchen rausgeholt und schaut es euch einfach selber an. Ihr könnt mit Sicherheit erkennen oder habt es schon bemerkt, dass ich in den Monatsübersichten immer so ein bisschen abwechsle. Mal mit dem typischen Kästchendesign oder wie hier untereinander geschrieben und die Wochenenden farbig markieren. Ich dachte mir, so kann die Kundin so ein bisschen ausprobieren, was ihr besser liegt. Hier habe ich dann die Dutch Door für die Wochenübersichten angewendet und habe den oberen Teil abgeschnitten und habe da oben dann die Schmetterlinge hingemalt und die Wochentage. Und somit kann man auf allen Seiten die gleichen Schmetterlinge bewundern. Nun ist der September schon geschafft, es stehen nur noch 3 Monate vor der Tür, also zu machen. Ihr kennt doch bestimmt den Ausspruch, der goldene Oktober. Also der Oktober ist der Monat, in dem der Herbst anbricht und die Bäume und Büsche ihre Blätter verfärben. Sie werden orange, braun, rot und deswegen war für mich klar, ich werde im Oktober das schöne Herbstlaub aufgreifen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo in diesem Journal das Deckblatt so minimalistisch gehalten habe. Hier habe ich nur einen kleinen Schriftzug, eine kleine Dekoration gemalt und die dann mit den braunen Farben für die Blätter ausgemalt. Und ich muss jetzt mal was gestehen. Ich hatte jedes Mal Angst, dass ich mich bei diesem kleinen Kalendarium auf dem Deckblatt verschreibe und die Wochen und Tage, also mich einfach bei den Wochen und Tagen verschreibe. Deswegen habe ich jedes Mal nochmal nachgeguckt auf meinem Kalender. Da fiel mir so ein bisschen schwer, die richtige Auswahl des Washi-Tapes für die Monatsabtrennung, die so als Register dienen soll. Und weil das Überschriftschreiben im August mit dem blauen Stift so schon so schön aussah, dachte ich mir, wiederhole ich das im Oktober nochmal. Auch beim Habit- und Mood-Tracker habe ich unterschiedliche Layouts verwendet. Hier dieses längliche Layout, wo man alles einfach nur mit Kreuzchen markiert, oder auch in anderen Monaten, wo man gerade beim Mood-Tracker dann einfach ein paar Farben benutzt und sich selber so ein kleines Bild gestaltet.
Auch wenn die Farben im Oktober gelb, orange, rot, braun sind, habe ich mich nur auf eine Farbe konzentriert, also braun, und habe dadurch nur das Eichenlaub gemalt. Ich wollte schon immer mal Füchse in ein Journal malen. Und erst habe ich gedacht, dieses Thema hebe ich für mich auf, aber mir fiel kein passendes Thema für den November ein. Ich hätte Kürbisse und Pilze noch malen können, aber ich wollte halt Füchse malen. Und deswegen gab es im November Füchse. Für einen schönen, gleichmäßigen Kreis muss man nicht unbedingt einen Zirkel nehmen, der hinterlässt nämlich so ein schönes Loch in der Mitte. Habe ich hier einfach eine CD genommen. Die Brushpens von Tommos sind wasserbasierende Stifte und deswegen kann man sie auch wie Aquarellfarbe verarbeiten. Da muss man einfach nur ein bisschen Farbe von den Stiften auf eine glatte Oberfläche nehmen. Dann nimmt man einen Pinsel, den man mit Wasser benetzt. Und dann kann man sie sehr gut mit dem Pinsel verteilen. Hier habe ich mich dazu entschlossen, weder für den Fuchs noch für die Blätter Outlines zu benutzen. Outlines sind die schwarzen Striche, die solche Zeichnungen eingrenzen. Normalerweise markiere ich bei diesem länglichen Terminkalender-Design nur die Wochenenden. Aber hier habe ich aus Versehen den Freitag ganz oben markiert und dann dachte ich mir, so ein Mist. Aber dann habe ich einfach das ganze Kalendarium braun markiert. Das sieht dann so ein bisschen aus, als ob es ein etwas älteres Papier ist. Und das habe ich dann auch noch an verschiedenen anderen Stellen einfach wiederholt. So habe ich aus dem kleinen Fehler einfach ein Designelement gemacht. Bei diesem Moodtracker habe ich mich dazu entschlossen, viele kleine Füchse zu malen, die dann, dementsprechend wie die Stimmung ist, halt eine andere Farbe bekommen. Diesen Farbcode darf sich die Kunde natürlich wieder alleine aussuchen. Allerdings habe ich mich da im Stift vergriffen und habe da einen Permanentstift genommen. Und der ist dann leider auf der Rückseite etwas durchgedrückt. Also immer ein bisschen Obacht, welchen Stift man benutzen kann. Macht dabei am besten, wenn ihr euer Journal anfangt, auf der letzten Seite einen Stiftetest. Und jetzt nochmal das ganze Setup vom November.
Eigentlich sollte dieses Setup schnell gehen, aber es hat dann doch länger gedauert als gedacht. Aber ganz ehrlich, es hat sich doch gelohnt. Nun sind wir schon im Dezember und der kalendarische Winteranfang ist erst am 22. Dezember. Ja, aber im Dezember ist auch die Vorweihnachtszeit und deswegen habe ich mich für natürlich ein weihnachtliches Thema entschieden. Und ganz typisch in Rot und Gold und Silber und schaut es euch einfach an. Dieses Hologramm-Washi-Tape fiel mir in die Hände und dieses glitzernde türkisfarbene Washi-Tape hatte ich noch. Und die wollte ich unbedingt in diesem Design mitverarbeiten. Aber zuerst kommen wir zum Deckblatt. Dort habe ich mich entschlossen, verschiedene Weihnachtsbaumschmuck zu malen in verschiedenen Größen und natürlich auch Farben, die werden auch ausgemalt. Und diese Christbaumkugeln wiederholen sich natürlich im gesamten Setup. Jede Christbaumkugel bekommt von mir ein eigenes Design, also es gibt in diesem Setup keine doppelt. Und ich hatte mir etwas ganz Besonderes ausgedacht für dieses Setup, denn ich wollte einen kleinen Adventskalender machen. Dazu muss man natürlich eine Seite überblättern. Und dann habe ich auf einer Doppelseite 24 Türchen platziert. Die habe ich dann mit dem Cuttermesser und einer schnittunfesten Unterlage an drei Stellen aufgeschnitten, sodass kleine Türchen entstehen. Später habe ich dann die Türchen, die Ränder noch farblich markiert und in jedem Türchen etwas platziert. Dazu habe ich dann erst noch, nachdem ich die Türchen geschnitten habe, die Blätter aufeinander geklebt. Und dann habe ich in diesen Türchen Sachen platziert, was ich natürlich hier nicht sagen möchte, weil die Kundin wahrscheinlich sich dieses Video anguckt.
Und das soll ja für sie auch eine kleine Überraschung sein. Auf jeden Fall habe ich diese kleinen Tüchern mit diesen Aufklebern von 1 bis 24 dann zugeklebt, sodass sie die dann nur noch abknibbeln muss und dann kann sie sehen, was dahinter ist. Hier habe ich die Dutchdoor vom September wiederholt und nur immer einen Teil der Kugeln auf die nächste Seite gemalt. Zum Schluss gab es dann nur noch einen Jahresabschluss und eine Widmung von mir. Der Dezember ist geschafft und dann habe ich natürlich noch ein paar Seiten frei und habe noch zum Schluss Happy New Year, eine Abschlussseite mit einer Widmung für die Kundin und noch eine Jahresreflexion vorbereitet. Für jeden Monat eine Seite. Kann die Kundin machen, muss sie nicht, aber ich wollte es halt einfach für sie vorbereiten. Das Journal ist bereits bei der Kundin. Sie hat sich angeguckt, sie hat sich sehr gefreut und ich freue mich, dass sie sich freut. Also haben wir beide was davon. Ja, nun war es das schon wieder mit diesem Video und dann gibt es für mich nur noch zu sagen, wenn du kein Video von mir verpassen möchtest, dann solltest du meinen Kanal abonnieren mit dem kleinen Glöckchen, weil dann wirst du auch informiert, wenn es was Neues von mir gibt. Und wenn du mein Video likest und kommentierst, unterstützt du mich und meinen Kanal. Und du zeigst mir auch, dass es dir gefällt, was ich mache. Also, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, dass ihr gesund und munter bleibt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bye!